Guck mal. Die evangelische Kirche bemeldet ist, da ist doch eine Kirche drin. Ich denke, da wäre keine mehr. Da ist doch eine Kirche drin, die ist gerade abbimmeln da hinten, guck mal. Oh. Das kommt von da hinten. Stimmt. Da ist doch, das sind doch, da stehen doch die Sachen drin, da ist Altar und so, ne? Ja. Das ist auch gleich ein Gottesdienst, evangelischer. Ich hab also mit, guck mal. Hm? Warte. So kann er besser gucken. Ich habe in jedem Raum letzte Nacht geschlafen. Ich habe geschlafen, weil ich weiß nicht, was los ist. Mein Zimmer, dann Wohnzimmer auf der Couch. Dann Schlafzimmer und ja, irgendwie ging es ja auch nicht gutermaßen. Deswegen hat er dich auch in Ruhe gelassen, damit du Ruhe hast, sagt er. Okay? Mhm. Er nimmt schon wirklich Rücksicht. Nicht bei meine Haare. Entschuldigung. Hast du im Küchenfenster geguckt? Was? Kommen ja, aber da die evangelische ist auch am Bimmel. Die evangelische da hinten ist auch am Bimmelzieler Straße. Die Sanfaburger leuchtet auch. Und da unten bei dem Kolbig-Haus ist so eine weiße Kirche mit Spitzdach. Oder auch die gelb-weiße Fahnen rausnehmen mit Schützenfest. Auch in den Schützenfest, das ist auch vor allem. Also da ist auch ein Bimmel los.
einmal die CD anhören, die ging ja. Ja, kann meine anhören, ich habe sie ja auch genauso. Ich habe mich wirklich vertan. Ich denke gar nicht nach beim Einkaufen, weißt du das? Ja, ich wusste es genau, dass du die hattest. Ja, aber bei den Chaoszimmer kann ich doch nichts wiederfinden. Ich wusste es aber wohl. Achso, das ist der Birnwalze, was ich da gefilmt habe, der ganz große, ne? Ja. Also bald können wir uns die an deine Haare runterlassen, ne? Und dann fällt die schon. Ob man das dein Haar hier runter? Ja, was? Ich höre ein Eichhörnchen, guck mal, ein Eichhörnchen ist gerade gehört. Eichhörnchen ist ja gut gar nicht mehr hier. Weil es sind hier zu viele Greifvögel. Das siehst du auch nicht mehr. Ab und zu? Nur weit oben, aber sonst, das war eine war ja im Fischreuer. Das war ein großer, aber. Ja. War richtig lang und groß. Hat große Füßchen gehabt. Ich wusste gar nicht, dass du gestern Abend, letzte Nacht auf dem Balkon, ich meine gestern Abend auf dem Balkon, späten Abend auf dem Balkon, ich wusste gar nicht, dass du gestern späten Abend auf dem Balkon den Mond angeschaut hast, weil er hat nichts gesagt, er hat gesagt, du wärst auf dem Balkon, ich habe mich gefragt, was machst du, ja, dann habe ich ihn gefragt, was macht die auf dem Balkon, was guckt die sich denn an, er hat gesagt, er wüsste genau, was du anguckst, ne? Er hat nur gesagt, er steht auf dem Balkon und er hat sich nicht mitgekriegt. Dem Mutter hast du ihn gezeigt, ne? Ja, ja. Was sagt er? Okay.